Liebe Görlitzerinnen und Görlitzer, seit ein paar Wochen gehen die Infektionszahlen zurück und das lässt uns auf ein besseres Jahr hoffen. Mit Vertretern des Handels, der Gastronomie und des Tourismus bereiten wir Lösungen für einen guten Start nach dieser schwierigen Zeit des Lockdowns vor. Auch mit dem Landkreis bin ich im Gespräch, um ein eigenes Impfzentrum in unserer Stadt zu eröffnen und älteren Bürgerinnen und Bürgern die zusätzlichen Wege nach Löbau zu ersparen. Darüber hinaus haben wir in der letzten Stadtratssitzung die finanziellen Mittel für die Vorbereitung der Badesaison am Berzdorfer See und ganz, ganz wichtig für den Neubau des Feuerwehrhauses Innenstadt, auf den die Kameraden der Feuerwehr seit Jahren warten, beschlossen. Ein herzliches Dankeschön an unsere guten Partner Veolia und die Stadtwerke Görlitz für die vertrauensvollen und konstruktiven Gespräche, die uns am Ende die fehlenden finanziellen Mittel für das Projekt ermöglicht haben. Der Stadtrat hat am letzten Donnerstag unter anderem auch über die Bedingungen, unter denen am Obermarkt Stadtrundfahrten in diesem Jahr angeboten werden können, entschieden. Damit sollte es etwas geregelter als im letzten Jahr zugehen und sowohl die Anwohner als auch die Touristen sollen davon profitieren können. Eine weitere gute Entscheidung ist über den Verkauf eines Grundstückes im Gewerbegebiet Klingerwalde getroffen worden. Dort wird der Bund einen Neubau für über 100 Arbeitskräfte der Zolleinheiten, Digitalfunkzentrale und Kontrolleinheit Verkehrswege errichten lassen. Wir freuen uns, dass dadurch auf dem bereits seit Ende der 90er Jahre erschlossenen Gewerbegebiet eine Verwaltung des Bundes untergebracht wird. Mit dieser Entscheidung machen wir den ersten wichtigen Schritt zur Belebung des Gebietes in Klingerwalde. Nur gute Projekte für die Zukunft und verlässliche Partner, mit denen man sie realisieren kann, werden uns hier in Görlitz mittel- und längerfristig weiterbringen. Ich persönlich halte eine enge Zusammenarbeit mit unserer Hochschule Zittau-Görlitz für unerlässlich und unbezahlbar. Frau Professor Dr. Sophia Keil, Prorektorin der Hochschule, hat uns in der Stadtratssitzung die Vision für die Entwicklung eines gesamtregionalen Zukunftslernortes mit zentralen und dezentralen Wirkungsstätten eindrücklich vorgestellt. Görlitz wäre mit dem Aufbau eines sogenannten Experimentierhauses in diesem Gesamtkonzept dabei. Für die bisherige enge und gute Zusammenarbeit mit der Hochschule bin ich sehr dankbar und werde sie weiter ausbauen. Herzliche Grüße aus dem Görlitzer Rathaus.